ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Aufgrund der Corona-Krise droht Deutschland die schwerste Rezession der Nachkriegszeit. Um Konsum und Wirtschaft möglichst schnell wieder in Gang zu bekommen, hat die Bundesregierung ein Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Zentrale Bausteine sind eine befristete Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr sowie ein Kinderbonus für Familien. Der Bundestag hat diesem Teil des Paketes am Mittag zugestimmt. Am Nachmittag berät noch der Bundesrat. Der Finanzminister zeigt sich schon vor der Debatte zufrieden. Scholz wirkt entspannt, trotz aller Kritik, die er gleich zu hören bekommt. Das milliardenschwere Konjunkturpaket soll im Schnelldurchgang durchs Parlament. Die Opposition findet, dass das Ganze nicht gut durchgerechnet sei. Hauptkritikpunkt: die Mehrwertsteuersenkung. AfD und FDP lehnen das Konjunkturpaket ab. Keine Soli abschaffen, keine dauerhafte Ertragssteuersenkung, keine Steuervereinfachung, keine Bürokratieerleichterung. Einfach nichts, was einer zwangskollabierten Volkswirtschaft wieder auf die Beine helfen könnte. Es ist ein Schlag ins Gesicht des deutschen Mittelstandes, gerade in einer solchen Krise. Und das müssen Sie sich gefallen lassen. Die Linke glaubt, dass der Effekt der Mehrwertsteuersenkung am Ende verpufft. Aber glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand, der gerade um seinen Arbeitsplatz oder seine soziale Existenz fürchtet, im Moment keine anderen Sorgen hat, als sich ein Auto oder eine neue Küche zu kaufen? Zudem fragen sich junge Zuhörer, ob sie die Schulden von heute morgen noch schultern können. Die Antwort der SPD? Jetzt das Richtige zu tun, ist etwas für die nächste Generation. Jetzt nichts zu tun, heißt einfach, wir hinterlassen einen Scherbenhaufen. Das wollen wir nicht, wir wollen ein gutes Land hinterlassen. Am Ende spricht sich das Parlament mit den Stimmen von Union und SPD für den Gesetzentwurf aus. Scholz muss nun noch auf die Abstimmung im Bundesrat warten. Flugreisen in Zeiten von Corona. Viele Urlauber sind derzeit noch skeptisch und buchen lieber in Deutschland oder fahren mit dem Auto gen Süden. Zudem verlangen viele Länder einen frischen Corona-Test, um einreisen zu dürfen. Sonst heißt es erst einmal Quarantäne. Helfen soll dabei nun ein neues Testzentrum am Frankfurter Flughafen. Dort können sich von heute an Reisende auf das Virus testen lassen. Klarheit vor der Reise. Passagiere, die in Frankfurt abfliegen oder landen, können direkt dort einen Abstrich machen lassen. Das Ergebnis des Schnelltests bekommt man innerhalb von 2 bis 3 Stunden auf das Handy geschickt. 139 € kostet der Service. Er soll Fliegen in Corona-Zeiten einfacher machen und den Passagieren eine Quarantäne nach der Einreise ersparen. Wir wollen unseren Gästen Möglichkeiten bieten. Wir haben mittlerweile einige Länder, Deutschland gehört auch dazu, die in den Einreisebedingungen stehen haben, dass man einen Test haben muss. Und das wollen wir ermöglichen und das wollen wir unseren Gästen erleichtern. Das Diagnostikunternehmen Centogene vereinbarte mit Lufthansa und dem Flughafenbetreiber Fraport eine Partnerschaft. Bis zu 300 Abstriche können am Flughafentestzentrum in der Stunde durchgeführt werden. Ohne Anmeldung, 7 Tage in der Woche. Wir müssen weg davon, dass jemand irgendwo sich hinbewegen muss, in die Arztpraxis, in ein Abstrichzelt, sondern das Testen muss in den normalen Prozess unseres Alltags integriert werden. Und da sind wir der Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit Fraport und Lufthansa hier genau das richtige Signal ist. Der negative Test auf Corona ist die Voraussetzung dafür, überhaupt in ein Flugzeug in ein Land mit Einreisebeschränkungen einsteigen zu dürfen. In vielen Ländern, wie beispielsweise China, wird dann nach der Ankunft ein weiterer Test verlangt. Im vergangenen Oktober durchsuchten Ermittler die Wohnung eines 42-jährigen Mannes in Bergisch Gladbach. Sie fanden riesige Mengen kinderpornografischen Materials. Dabei stießen sie auch auf Chatgruppen und Foren. Wie Nordrhein-Westfalens Justizminister Biesenbach heute mitteilte, konnten in dem Zusammenhang nun 30.000 unbekannte Tatverdächtige ausgemacht werden. Die Vorwürfe: Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie, aber auch konkrete Missbrauchstaten. Ziel sei es nun, Täter und Unterstützer aus der Anonymität des Internets herauszuzerren, so Biesenbach. In Polen wird eine Stichwahl über den neuen Präsidenten entscheiden. Amtsinhaber Duda holte gestern mit knapp 43% zwar die meisten Stimmen, verpasste aber die erforderliche absolute Mehrheit. Duda, der von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt wird, setzte noch in der Nacht den Wahlkampf fort.
Sein Kontrahent in der Stichwahl am 12. Juli wird Warschaus Bürgermeister Trzaskowski sein. Auf den liberalen Politiker der oppositionellen Bürgerkoalition entfielen etwa 30% der Stimmen. Bei einem bewaffneten Angriff auf die Börse im pakistanischen Karachi gab es mindestens 7 Tote, unter ihnen 2 Sicherheitskräfte und ein Polizist, wie es offiziell hieß. Außerdem wurden 4 Angreifer getötet. Sie waren mit Maschinengewehren, Handgranaten und Sprengstoff in das Gebäude eingedrungen. Eine Separatistenbewegung aus Balochistan bekannte sich zu der Tat. Sie kämpft für die Unabhängigkeit ihrer erdgasreichen Provinz. Seit mehr als 40 Jahren liefert das Atomkraftwerk Fessenheim nun schon Strom und zählt damit zu den betriebsältesten Anlagen Frankreichs. Kritiker dringen wegen der vielen Störfälle schon lange auf die Abschaltung. Heute Nacht ist es nun soweit. Laut Betreiberfirma EDF soll dann auch der 2. Reaktorblock vom Netz genommen werden. Fessenheim liegt im Elsass nahe der deutschen Grenze. Freiburg im Breisgau ist nur wenige Kilometer entfernt. Der Meiler liegt direkt am Rhein. Mehr als 42 Jahre war Frankreichs ältestes noch laufendes Atomkraftwerk in Betrieb. Heute Nacht wird es endgültig stillgelegt. Kritikern gilt es als Sicherheitsrisiko, wegen Pannen und vor allem wegen seiner Lage in einem Erdbebengebiet. Vor Ort wird die Abschaltung des Atommeilers kritisch betrachtet. Die Gemeinde Fessenheim fürchtet um hunderte Arbeitsplätze. Im Kraftwerk und in der Region. Wir sind wütend und das lässt nicht nach. Es ist fast schon Hass. Die Abschaltung ist ungerecht und wir werden dabei schlecht begleitet. Frankreich gilt noch immer als das Atomland Europas. Nach der Stilllegung Fessenheims gibt es noch 56 Atomkraftwerke im Land. Rund 70% des Stroms kamen im vergangenen Jahr aus der Kernkraft. Sie gilt vielen als saubere, klimafreundliche Energie. Frankreich baut sogar noch einen neuen Meiler. Auf deutscher Seite ist man froh, dass das Atomkraftwerk in Fessenheim nun endgültig schließt. Es war ja wirklich nervenaufreibend, die Zeit. 10 Ankündigungen hatten wir, Fessenheim schließt, dann doch wieder nicht. Macron hat ja damals schon seinen Wahlkampf mit der Schließung von Fessenheim gemacht. Insofern sind wir natürlich jetzt erleichtert. Aber erst in 3 Jahren werden die Brennstäbe aus Fessenheim abtransportiert. Der gesamte Abbau wird etwa 20 Jahre dauern. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen im Norden viele Wolken und gebietsweise Regen. Im übrigen Land weitgehend trocken. Südlich der Donau und im Osten zeigt sich die Sonne auch länger. 17 bis 27 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 3. Bis dahin, auf Wiedersehen.